Alles klar, ich wollte heute gerne Seeblott anhand von Praxisbeispielen einen Vortrag halten. Ich mache jetzt gleich am Anfang noch einen ganz kleinen Crashkurs, wofür überhaupt so ein CCK ganz gut ist. Zu meiner Person, mein Name ist Nils Nübel, ich bin Webentwickler, bin mit meiner Firma wohnhaft in Buchholz in der Nordheide, das ist südlich von Hamburg. Und wie gesagt, bin Inhaber einer Medienagentur. Mit Joomla beschäftige ich mich jetzt seit 2009. Ich glaube, da war das irgendwie 1.5.9. Da habe ich angefangen mit Seeblott seit 2012. Seit letztem Jahr bin ich auch Mitglied in dem Mambo e.V. Mittlerweile heißt der jetzt GN Beyond e.V. Und ja, Seeblott, wie gesagt, haben wir ja vorhin schon gelernt, ist ein CCK, ein Content Construction Kit. Heißt eigentlich übersetzt irgendwie Inhalte Baukasten, wie David das immer gerne so nennt. Der Vorteil an so einem CCK ist, wenn jemand das jetzt nicht weiß, CCK haben wir ja vorhin schon gesehen, aber was ist ein CCK? Da kann man da irgendwie nicht wirklich was anfangen mit, wenn man sich vorher noch nicht mit beschäftigt hat. Deswegen werde ich jetzt in Praxisbeispiele rübergehen, wie wir vorhin schon gesehen haben. Schließe ich mal kurz meine Präsentation und rufe mal eine ganz normale Joomla-Installation auf, wie wir die haben, wenn wir sie frisch installieren. Wir haben ganz normal das Backend, wo wir unsere Inhalte einpflegen. Wenn wir hier auf Neu klicken, wird automatisch immer der Standard-Editor, die Eingabemaske geladen, um Beiträge zu füllen. Der Nachteil, was mich so auch ein bisschen nervt an Joomla, ist, dass wir immer die Möglichkeit haben, nur einen Titel zu füllen. Ganz normal ein Beitrag, also What You See is What You Get Editor, wo der Kunde wie in Word, was weiß ich, er kann irgendwelche Schriftarten auswählen, er kann Farben ändern von den Schriften, er kann Bilder einfügen, die kann er so groß hochladen, wie er möchte. Also man kann ihn irgendwie nicht begrenzen. Und ich benutze bei mir Seeblott in der Agentur halt, wenn ich Kunden habe und ich möchte mit denen jetzt eine Internetseite aufsetzen und die sollen die auch pflegen können. Und ich kriege jetzt von dem Grafiker irgendein Layout, wo das alles schön gestaltet ist. Und jetzt sage ich zu dem Kunden, ja, jetzt hast du die Möglichkeit, rechts oben ein Bild in der und der Größe. Die Überschrift machst du bitte in der und der Größe. Der Text ist jetzt linksbündig. Von den Bildern rechts an der Seite soll ein Abstand von 30 Pixel oder sowas sein. Das kriegt er, wenn er jetzt damit neu anfängt, das kriegt er gar nicht hin mit dem What You See is What You Get Editor. Das erzählt man den einmal, legt den das einmal alles an. Und ja, wenn wir dann fertig sind mit dem Lehrgang, weiß ich sowieso, 2 Stunden später klingelt das Telefon, wie ging das nochmal? Und da ist es für mich interessant halt zu sagen, okay, ich nehme ein CCK, richte den das wirklich ein, er hat ein Eingabefeld für ein Bild, ein Eingabefeld für den Titel, den Text und dann sage ich zu dem, okay, der Text, der wird standardisiert ausgegeben. Das kann ich mit so einem CCK wirklich vordefinieren. Wenn wir jetzt einmal reingucken ins Backend, in dem Ordner, ich mache jetzt hier mal kurz meine Testumgebung auf, ich habe jetzt hier mein, wie heißt das, Joomla Day, genau. Da haben wir jetzt hier unseren Standardordner. Ich rufe nochmal kurz die Datenbank auf, damit man das mal kurz sieht. Da werden ja die Beiträge immer standardisiert in der Content gespeichert. Warte, ich muss da mal kurz in die Demo reingehen. Okay. Dieser tolle Führvoreffekt. Da ist nämlich jetzt hier, wenn man das hier schon sieht, da hat sich jetzt Seeblott schon reingehackt in der ganzen Geschichte. Wir haben da ganz viele Tabellen zu bekommen. Und zu den Speicherprozessen nochmal, die wir vorhin gelernt haben, ist, wenn wir Felder anlegen, haben wir gesagt, Standard gibt es, es gibt Benutzer definiert und eben halt JSON. Und das werde ich einmal kurz vordemonstrieren. Ich nehme jetzt mal hier meine Standardseite. Und wir machen jetzt einfach mal, dass wir sagen, wir legen einen Inhalt an aus dem Titel, wir machen rechts einen Text und rechts machen wir ein Bild. Ich lege das einmal kurz an. So, wo ist es? Oh, sehr schön. Okay, hier ist jetzt Seeblott nicht installiert. Ich gehe jetzt hier rein in die Erweiterung, installiere mir Seeblott. Und jetzt sehen wir, dass wir hier oben rechts dieses Construction, so ein
Schnellmenüpunkt für Seeblot bekommen haben und in der Komponente haben wir jetzt auch eigentlich den Link. Naja, ich habe vorhin leider das Backup neu aufgespielt. Ich schaue mal, ob es jetzt sich hier reingehackt hat. Ja, genau. Also vorhin haben wir gesehen, wenn ich auf Neu klicke, wird automatisch die Eingabemaske für den Beitrag geöffnet. Jetzt haben wir durch Seeblot, wenn wir das installieren, öffnet sich hier ein Pop-up, wo ich jetzt auswählen kann zwischen den Artikel, den Seeblot anlegen will, weil Seeblot legt sich komplett über die Joomla-Pflege. Wir haben ja, wie gesagt, vorhin schon gesehen, unter den Fields sind ganz viele standardisierte Felder gekommen. Ich kann das gerne einmal zeigen. Unter Fields haben wir hier ganz viele Standarddinger, die Seeblot standardisiert anlegt, damit überhaupt Joomla weiter funktioniert. Wir haben hier zum Beispiel einen Artikel-Alias, den Artikel-Title. Wenn wir da reingehen, sehen wir zum Beispiel, ich kann ja mal kurz hier gucken. Da ist er. Wenn wir uns den einmal aufrufen, dann sehen wir, dass er von dem Typen Text ist, also ganz normales Inputfeld vom Typ Text. Hat die Alias A-Title. Und wenn wir unten reingehen in Storage, sehen wir, dass er standardisiert in den Artikel, in den Title angelegt wird. Das heißt, normalerweise, wenn ich jetzt irgendeinen anlege, brauche ich nicht explizit mir nochmal ein Feld anlegen mit dem Titel, weil den gibt es schon. Na? Also das brauchen wir auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt nämlich auf Inhalte gehen und Beiträge und klicken da jetzt auf Neu und würden hier oben das auswählen, dann hat man leider diesen hässlichen Nebeneffekt, was früher immer bei Seeblot auch war, dass die Sprache in Englisch ist. Ja, das war ein Nachteil damals bei der 2.3er-Version, dass es da keine Übersetzung gab und dass Seeblot auch nicht multilanguage-fähig war. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie ein Kundenprojekt hat, ich setze Seeblot auf und man sagt jetzt, ja, jetzt müssen Sie erstmal Englisch lernen, weil hier die Begriffe jetzt in Englisch dastehen, gibt es die Möglichkeit bei Seeblot, ich weiß nicht, hatte die Dame ist, glaube ich, weg, die die Frage hatte, ne? Mit Multilanguage oder so? Ja. Du hast jetzt halt die Möglichkeit, unter den Einstellungen bei Seeblot, ich gehe jetzt hier mal kurz rauf, nicht Preference, sondern Options. Da hast du die Möglichkeit, hier bei Language zu sagen, okay, du nimmst jetzt G-Text, also die Funktion, die die Joomla ja standardisiert hat. Da steht dann in den eckigen Klammern immer ein Wort, wo Joomla guckt, gibt es dafür eine Übersetzung in den Language-Files. Und wenn ich das jetzt hier aktualisiere, dann aktiviert in Seeblot, dass er sagt, okay, pack mir alles, was ich jetzt schreibe, in diesen G-Text und hol mir die ganzen Übersetzungen aus den Language-Files. Das heißt, ich kann meine eigenen Felder dann anlegen und ich weiß nicht, ob du das schon aus Joomla kennst, du kannst ja über Erweiterung, Sprachen, gibt es die Möglichkeit, hier Overrides per Hand anzulegen und jetzt meinetwegen zu sagen, okay, ich habe jetzt hier den Schlüssel CCK. Und das hängt Seeblot immer vorher ran jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, haben wir vorhin gesehen, ich lege ein neues Feld an, sage bei dem Label, bei dem Bezeichner Name oder sowas, dann macht Seeblot automatisch, wenn ich das anschalte, immer ein com.ccc davor. Und das heißt, wenn ich jetzt hier Name draus mache und jetzt hier die Übersetzung reinschreibe, Name, ich weiß nicht, ich nenne das jetzt hier mal de, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, und sage jetzt speichern, dann legt er mir das jetzt hier an. Und haut das in die Overrides rein. Hier in dem Ordner, vielleicht ist es für einige interessant, wir haben ja in Seeblot oder in Joomla haben wir ja die Möglichkeit, hier Administrator, Languages, da gibt es so einen Override-Ordner. Da legt er die ab. Ich habe es jetzt leider im Frontend angelegt. Da haben wir hier Overrides, da ist jetzt das neu angelegt und wenn ich die jetzt einmal öffnen würde, dann sehen wir, ich muss mal kurz hier das Programm raussuchen, PHP Storm, da sehen wir jetzt, dass er das da reingeschrieben hat. Und jetzt könnte ich auch von hier aus das selber pflegen, wenn ich jetzt nicht Lust habe, immer über das Backend das alles zu pflegen, sondern hier, ich habe jetzt meinetwegen hier noch First Name für Vorname, dann speichere ich das einfach ab und wenn ich jetzt mal anfange, sowas anzulegen, so ein Form and Content Type, so ein Fields, fangen wir immer an, wir legen uns einen App-Folder an, das ist wie so ein Schuhkarton, da kommt alles rein, was wir in Seeblot anlegen. Das ist immer wichtig, dass wir uns da was anlegen. Joomla. Dem Template? Z
Seeblott an sich hat ja keinen standardisierten Template-Ordner. Du hast da die Möglichkeit. Ja. Ah, okay, du meinst dein eigenes Template, was Standards. Das weiß ich jetzt. Das müsste man mal prüfen, wenn ich jetzt mein Template habe, dann hast du ja TPL Punkt und deinen Template-Name, INI, ob darauf Seeblott drauf zugreift. Das kann ich dir jetzt leider nicht so genau sagen. Ja. Ja. Sonst steht immer COM-CCK davor, das ist der Nachteil. Na? In der Option. Ja, also da kann man das downloaden, ne, und dann legt man die selber an und dann kannst du sie hochladen. Da musst du deine Übersetzung oder du lädst die irgendwie runter, wie Herr Tütting das gemacht hat, dass du von Seeblott, du musst es aber, wenn du jetzt Felder anlegst, da kommen wir gleich zu, ne, wenn du jetzt Felder eigene anlegst und du hast deinen eigenen Bezeichner und du hast jetzt ein Kundenprojekt, das soll Multilanguage sein, Deutsch und Englisch, dann legst du ja deinen eigenen Bezeichner an und musst den dann natürlich übersetzen. Ist zwar ein bisschen viel Arbeit, sage ich mal so, aber der Vorteil ist wirklich daran, dass man nicht mehr irgendwie doppelt zwei Formfelder anlegen muss, einmal Englisch und Deutsch und den Bezeichner dann. Das so, AppRoot sagen wir, okay, wir können den als App-Folder nehmen. Featured heißt eigentlich, wenn ich jetzt auf Form und Content Types klicke, dass er mir zur Auswahl steht. Das heißt, wenn ich jetzt gleich einen neuen Form und Content Type anlege, dann wird mir der Joomla Data Ordner zur Auswahl, zur Verfügung gestellt. Und dann werden automatisch die Felder, die ich da reingepackt habe, mit übernommen in das Form- und Content-Type. Ich brauche die nicht einzeln anlegen. So, jetzt sagen wir hier schwarz. Ich mache das hier mal ganz kurz. Als Dings, wegklicken hier, sage ich JD. Entschuldigung, dass ich das nochmal neu mache, Axel, aber ich zeige nochmal ganz kurz. So, jetzt haben wir, ich sortiere das mal ganz kurz nach der ID. Jetzt haben wir, wie gesagt, unseren App-Folder, den ich eben gerade schon mal angelegt habe. Oh, der hat sich ja super reingehackt hier. Alles klar. Ist die 502. Ich ändere den nochmal kurz um, sonst haben wir hier gleich zwei. So. Jetzt lege ich ein Feld an. Wir haben gesagt, wir wollen einen Titeltext haben für die Überschrift. Den gibt es schon. Brauche ich nicht neu anlegen in meinen Form- und Content-Type, sondern den kann ich von den Artikeln nehmen. Aber ich möchte jetzt zum Beispiel einen Text haben, ein Text-Area, weil der Kunde nicht auswählen soll, welche Schriftarten es so gibt, sondern ich sage, okay, ich nehme ein Text Area, nenne den Text, Text, nicht Test, Label, wäre ja dann, in dem Fall müsste ich hier Text schreiben, also kommen, CCK, Text kann ich hier reinschreiben, oder ich lasse es weg, dann setzt Seeblott das automatisch davor und sage jetzt, beim Speichern speichere das als Custom. Das ist ein JSON-String, wird dann sozusagen in der Datenbank gespeichert, in dem Intro-Text. Können wir uns gleich mal angucken. Ich lege das jetzt einmal an, drücke hier auf Speichern und Schließen. Ich habe jetzt leider nicht den App-Folder hier ausgewählt. Das ist jetzt, ist jetzt dumm gelaufen. So, zack, umändern. Nein, wo ist er? Ja, das ist so ein typischer, wo hat er denn jetzt das? Achso, ich habe oben den Filter drin. Kann mir doch einer mal sagen, dass ich den Filter da drin habe? Da ist er. App-Folder, Joomla Day 2. Und dadurch, dass ich jetzt gesagt habe, du bist ein Featured App-Folder und ich gehe jetzt auf Form und Content Types, das ist ja so, man muss sich ja immer Gedanken machen für das Projekt, wie lege ich das vernünftig an? Ne, weil wir haben ja in Inhalte, haben wir nachher wirklich alle Beiträge drin und die muss ich ja auch irgendwie filtern können. Und wenn ich jetzt nur den Artikeltitel habe und ich habe jetzt verschiedene Sachen, wie zum Beispiel News, Standardartikel oder sowas, ist es immer wichtig zu sagen, wie kann ich das am besten filtern? Deswegen ist es zum Beispiel wichtig, dass man sagt, ich nehme jetzt noch eine Kategorie, die ich mir vorher anlege. Die nenne ich, was nehmen wir das jetzt hier? Ich nehme jetzt hier mal Klick hier, dann wird automatisch die Standard Eingabemaske von Joomla genommen, weil in die Kategorie hackt sich Seeblott auch rein. Nennen wir jetzt hier mal Joomla Day, ist jetzt die Kategorie. Speichere die ab, merke mir die ID, ist die 10. Und wenn ich mir jetzt mein Content Type anlege, drücke ich hier auf Neu, sagt Joomla Day 2,
den App-Folder soll er standardisiert nehmen. Das kam, weil wir, als wir den angelegt haben, haben wir gesagt, du bist featured. Und wenn ich den jetzt anklicke, füllt Seeblot automatisch unten in meine Maske das Feld ein, was ich in den App-Folder reingelegt habe. Und jetzt haben wir aber gesagt, ich möchte ja gerne noch vom Typen Text, ist ja in dem App-Folder Joomla-Artikel, möchte ich gerne den Titel haben. Den pflegt der Kunde als erstes. Und ich brauche jetzt von dem Artikel, brauche ich noch die Kategorie-ID, damit der Artikel, den ich jetzt hier neu erstelle, der soll automatisch, wenn der Kunde den erstellt, in die Kategorie Joomla Day packen, damit ich dann über Inhalte den schneller finden kann. Ne, deswegen gehe ich jetzt hier einmal rein, suche mir die Artikel-ID, also die Kategorie-ID, sag, du bist ein Hidden Feld und habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, Live Value, das ist ja auch das Schöne daran, ich sage jetzt, der Kunde sieht das Kategoriefeld nicht, weil ich sage, die Kategorie soll von mir standardmäßig ausgefüllt werden. Und jetzt sage ich Live-Value-Wert, habe hier die Möglichkeit jetzt zu sagen, du nimmst jetzt den Live-Value-Wert Joomla Day, den ich eben gerade angelegt habe mit der ID 10. Wenn ich jetzt Save and Close sehe, sehe ich jetzt, dass hier die 10 drin steht. Und jetzt habe ich für den Kunden die Eingabemaske für das Backend angelegt, Admin-Form. Ja? Die Labels, das hier, ja, wenn du die nicht haben willst, kannst du die auch auf Non nennen. Das ist auch so ein Problem. Und für die Language-File macht es eher Sinn, das zum Beispiel groß zu schreiben. Na? So, wenn wir das jetzt haben, haben wir die Admin-Form angelegt. Wir sagen jetzt hier meinetwegen noch Test. Ja, so. App-Folder ist der Joomla 2. Und das Schöne ist ja, wir kennen das ja, wenn wir das Backend sehen, haben wir eine linke Position, wir haben unten noch was, rechts können wir welche positionieren. Seeblot hat ein Template, jetzt werden einige erschlagen werden, wenn wir hier auf Position, das sind nämlich hier diese Geschichten, die hier vorne angezeigt werden. Leider, da die Bildschirmauflösung so gering ist, kann man das ganz schlecht lesen. Hier steht Top Body, Bottom und so. Wenn wir hier einmal raufklicken, sehen wir, welche Position Joomla mitgibt, wo ich Felder hinklicken kann. Das heißt, wenn der Kunde jetzt sagt, das ist intuitiver, hier machen wir den Titel rein, wenn er den pflegt und rechts vielleicht gleich das Bild, dann hat er schon das Feeling, wie es ungefähr aussieht, wenn er es im Backend eingibt. Das ist jetzt alles Main-Content. Ja? Das ist jetzt alles Main-Content. Ich kann aber auch sagen, okay, der Text, der ist jetzt in der Sidebar, ich kann das jetzt leider schlecht lesen, welche das ist, aber das wird wahrscheinlich die A sein. Und wenn ich das Ganze jetzt einmal abspeichere, und wir jetzt zu Beiträge gehen, hat sich Seeblot reingehackt und hat gesagt, okay, wenn du jetzt auf Neu klickst, hast du nicht mehr die Möglichkeit, einen Artikel anzulegen. Ja? Es ist also Joomla, also Seeblot, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber auf die Frage heraus, wir haben hier Templates, die Seeblot gleich mitliefert und da sind verschiedene Modulpositionen, also das sind nicht Modulpositionen. Seeblot an sich lädt nicht die Position in Modulposition von Template fest, sondern alles in GDoc Component. Wenn du dein Template anlegst, du hast immer dein Standard-Template, was du benutzt für Joomla und unter Templates von GDoc Component, wo sich Seeblot, und da hast du dann diese 42 Positionen oder sowas, wo er das reinsetzt, ne? So, jetzt wollte ich aber nochmal kurz hier weiter. Beiträge, ich klicke jetzt hier auf Neu und dann sehe ich, dass ich jetzt hier Testtext habe. Und wenn ich da jetzt raufklicke, sage ich, okay, Kunde, du willst jetzt, was weiß ich, einen Testtext oder sowas anlegen, dann kriegt er nur diese Eingabemaske. Er hat nicht mehr die Möglichkeit, what you see is what you get Editor, da irgendwie was einzugeben, sondern er hat jetzt hier, du gibst da jetzt einen Titel ein und hier einen Text. Und jetzt gehen wir einmal ganz kurz. Jetzt habe ich wahrscheinlich Test geschrieben oder keine Ahnung. Nee, ich will nur einmal kurz was zeigen. Wir haben jetzt hier, ich hoffe, ich bin in der richtigen Tabelle, die Component, also die Content. Ich hoffe, da ist noch nichts drin. Genau, Anzeigen. Ist leer. Und jetzt speichere ich es ab. Ich habe gesagt, Text ist Custom als Storage und Titel ist Standard. Und wenn ich das Ganze jetzt einmal abspeichere
und hier in der Datenbank jetzt aktualisiere und sage, zeig mir mal bitte an die Einträge, dann sehen wir jetzt, dass wir hier ein Gewülst, sag ich mal, von Hieroglyphen hat. Das sagt einfach an, also CCK, Doppelpunkt, das ist ein String, den Seeblot nachher verarbeitet. Das, der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, ich kann in den Intro-Text mehrere Felder reinspeichern. Nämlich Standard und speichere mit Standard in ein gleiches Feld mehrere Einträge, wird immer der letzte gespeichert und der andere wird überschrieben. Der Nachteil ist an der Geschichte, irgendwann sitzt man davor und sagt sich, wo ist meine Daten, warum werden sie mal von etwas überschrieben? Dann musste man mal gucken, ob bei Storage, das heißt, bei der ganzen Geschichte, ich gehe jetzt hier raus, Fields, hier unten Custom. Wenn ich jetzt spaßeshalber hier mal sage Standard und du speicherst das Ganze in den Titel ab, dann wird das nicht funktionieren, weil der Titel wird versucht da reinzuspeichern und den Text versucht er da reinzuspeichern. Das funktioniert nicht. Das ist so ein Problem, wo einige vorstehen. Und der Vorteil ist jetzt, wenn ich den Beitrag abgespeichert habe, haben wir ja vorhin gesagt, du speicherst das in der Kategorie Joomla Day. Weil jetzt habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt einen normalen Beitrag anlegen, dann sage ich hier, nimm den Standard-Editor von Joomla, speichere hier meinen ganz normalen Beitrag ab. Speichere das Ganze ab. Und jetzt habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, Kategorie, zeige ich mir nur alle Beiträge aus der Joomla Day an. Dann sehe ich wirklich alle Beiträge, die ich angelegt habe mit Seeblot. Ist ganz wichtig, dass man sich Gedanken macht, wenn man ein Projekt anlegt. Der Kunde, es ist immer so, dass der Kunde vielleicht mal einen Standardbeitrag, sei es ein Impressum, sei es vielleicht Philosophie oder sowas für eine Firmenseite, da macht es keinen Sinn, Seeblot dafür irgendwie zu nehmen für eine ganz normalen Textausgabe. Aber wenn ich jetzt anfange, Immobilien zu pflegen, da kommen wir gleich noch zu, aber ich glaube, ich habe kaum noch Zeit dafür, macht es Sinn, solche Eingaben in Kategorien zu schieben, damit ich besser filtern kann in den Beiträgen. Und wenn wir das Ganze jetzt einmal ausgeben wollen, muss ich bei dem Form and Content Type, wir haben ja jetzt im Moment nur die Admin-Eingabe gepflegt, aber wir haben noch gar nicht gesagt, wie er das Ganze ausgeben soll. Deswegen haben wir einmal die Möglichkeit Intro. Bei dem Intro, das kommt zum Fall, wenn wir sagen, okay, ich habe jetzt einen Menü-Link-Kategorie-Block und zeige mir da meinetwegen in der Kategorie nur den Titel an. Dann würde ich jetzt sagen, okay, hol mir mal bitte aus den Joomla-Artikel, möchte ich nur den Titel sehen im Main-Body. Und im Content möchte ich meinen Text sehen und natürlich auch den Titel, der macht natürlich Sinn. Nicht Base, sondern Artikel ganz normal. Schieb den natürlich darüber. Und wenn ich das Ganze jetzt einmal abspeichere, dann habe ich jetzt die Ausgabe bestimmt. Und wenn ich jetzt, ich mache mir mal ein zweites Fenster auf, damit das vielleicht ein bisschen besser zu sehen ist. Hier gehe ich einmal zurück. Ich lege mir jetzt einmal kurz, hier habe ich einen Home-Button, mit einem, da lege ich mir jetzt einen einzelnen Beitrag an und sage jetzt, also ich habe, was ich jetzt mache, ich lege mir einen neuen Menübeitrag, also einen Menüpunkt an mit der Ansicht eines Einzelbeitrages, den ich verlinke auf, den ich eben gerade angelegt habe, weil man muss jetzt nicht irgendwie, wie man das aus manchen Geschichten kennt, bei Auswählen irgendwie gucken, welche Komponente, Seeblot, was nehme ich da überhaupt, sondern ich kann jetzt einfach das Ganze normal bedienen, wie ich das kenne von Joomla. Ich möchte einen Einzelbeitrag, eine Kategorieblock oder sowas. Seeblot kriegt das mit. Was für ein Beitrag ist es? Wurde der mit Seeblot angelegt oder wurde der standardmäßig angelegt? Hackt sich da ein und nimmt dann die Standard, also die Ansicht, wie ich das eben gerade festgelegt habe. Wenn ich jetzt nämlich hier auf Speichern klicke, gehe jetzt hier ins Frontend, dann haben wir jetzt hier unseren Titel, wo hier der Label vorsteht und hier ganz normal mein Text. Wenn ich jetzt sagen möchte, der Titel soll eine H3 sein, in der Ausgabe, kann ich in mein Content Construction Kit, gehe ich jetzt wieder rein in mein Form Content Type, in der Ausgabe Content, das geht jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen zu schnell, aber geht noch, okay, also jetzt habe ich die Möglichkeit erstmal zu sagen, Label sollst du nicht anzeigen, bei dem Titel sage ich None. Ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, über den Template Parameter, Labels zeigst du überhaupt nicht an. Wenn ich jetzt hier auf Speichern klicke
und ins Frontend gehe, sehe ich, dass die Labels weg sind. Na? Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte den Titel gerne in einer H1 oder sowas haben, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, hier in Typografie zu gehen. Und jetzt sage ich, der Artikeltitel soll ein Heading sein und der Heading soll H3 sein. Drücke da auf Speichern, hier auch. Habe das abgespeichert. Wenn ich jetzt hier refreshe, sehe ich, dass das jetzt ein H3 ist. Und so kann ich meine Formular und Ausgabe anlegen und der Kunde hat nicht mehr die Möglichkeit, über den Editor selber zu bestimmen, wie es jetzt sein soll. Wenn ich jetzt sage, ich möchte noch ein Bild, jetzt fangen wir nochmal an, jetzt schweife ich aber schon wieder ab, aber ich weiß nicht, wie der Wissensstand hier ist, ob das jetzt wirklich zu weit, ob das jetzt schon zu hohe Technik ist. Man hat jetzt noch die Möglichkeit, ein Bild hochzuladen. Aber ich denke mal mit dem Crashkurs, ich habe nämlich nicht mehr allzu viel Zeit und meinen Beitrag, ich habe jetzt 25 Minuten gesprochen, ich würde jetzt mal sagen, ich gehe mal ein bisschen weiter in die Tiefe, weil, ja. 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 Da würdest du dann dementsprechend in Form und Content Type gehen, kannst dann hier sagen, okay, Siteform, würdest dann dementsprechend hier deinen Kram rüberziehen, hast auch noch die Möglichkeit, über verschiedene Parameter zu sagen, über die Permissions, welche Benutzergruppe darf das überhaupt anlegen von deiner Redakteure? Und wenn sich der dann halt angemeldet hat und er auf neuer Beitrag einreichen, dann hast du dieses mit dem Pop-up auch und er hat die Auswahlliste. Na? Wo ich aber jetzt eigentlich mit meinem Vortrag mal hin wollte, ist die Geschichte, was ist da überhaupt möglich? Na, also ich habe viele Projekte, ich mache eigentlich hauptsächlich Template-Entwicklung und Komponentenentwicklung bis vor kurzem, bis ich Seeblot kennengelernt habe, weil mit Seeblot kann man wirklich ganz viel anstellen und relativ schnell zum Ergebnis kommen. Na, hier haben wir zum Beispiel mal ein Beispiel einer Immobilienseite, wo ich jetzt Inhalte angelegt habe. Eine Immobilie besteht meistens aus Bildern, weil die irgendjemanden interessiert, eine Überschrift, den Preis, allgemein den Kram. Jetzt haben wir hier schon eine Liste mit einem Intro-Text. Ich werde mich mal hier mal ganz kurz in das Backend anmelden. Gehe mal hier auf Form und Content Types. Und jetzt haben wir hier unten Wohnen kaufen. Ich habe jetzt einen Form und Content Type angelegt, damit der Kunde seine Immobilien pflegen kann. Besteht immer aus einem Artikeltext, einer Lagebeschreibung, eine Ausstattung, ein sonstiges, wenn wir hier einmal reingehen und uns das angucken, wie eine Detailansicht, also eine Content aussieht, haben wir hier eine Bildergalerie. Wir haben jetzt hier eine Objektübersicht, wo verschiedene Daten von dem Kunden eingegeben werden, eine Ausstattung. Die Ausstattung, das ist vielleicht ein bisschen tricky. Man kann mit Seeblot ja Field-X-Felder und sowas auch alles machen und die kann der Kunde ja auch selber pflegen. Das heißt, wenn irgendein Haus reinkommt, ist es ja meistens so, ich habe eine Komponente entwickelt und sage jetzt, ach, mach mir doch mal eine Liste von allen Ausstattungen, die Immobilie haben kann. Und jetzt kriegt der irgendein Haus, was weiß ich, einen Pool hat mit, was weiß ich, keine Ahnung. Und die Ausstattung gibt es noch nicht. Da muss ich wieder rein, die Komponente anpassen, die Zusatzausstattung mit einfügen. Und das braucht man bei Seeblot nicht mehr, weil man gesagt, bei dem Kunden, du hast die Möglichkeit, deine Ausstattung selber zu pflegen durch eine Liste. Und du hast dann die Möglichkeit, das dann selber auszufüllen. Ich kann uns einmal das gerne zeigen, wenn ich jetzt auf Beiträge gehe, wie das überhaupt aussieht für den Kunden, wenn er diese Immobilie anlegt. Wenn ich hier auf Neu klicke, hat er hier die Möglichkeit Wohnen kaufen. Hätte ich auch anders benennen können. Und hier hat er jetzt wirklich die Möglichkeit, hier den Titel, die Alias ist nicht ganz unwichtig für die SEO-Optimierung. Wenn wir jetzt den Titel nur auswählen, dann würde Seeblot oder Joomla ja standardisiert den Titel einfach umändern. Na, und ich habe aber zu dem Kunden gesagt, okay, du hast die Möglichkeit, die Alias selber noch zu ändern. Das ist ja immer das, was hier oben hinter dir die ID angehängt wird. Also kann er die auch pflegen. Bei der Kategorie ist es jetzt so, wir haben verschiedene Typen und die Ausgabe passe ich über die Kategorie-ID an. Geht zu tief in die Technik, aber wo ich ihn jetzt raus wollte, ist jetzt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, die Objekt auszuwählen, die Ausstattung, die haben wir hier. Da hat er aber die Möglichkeit über den Form- und Content-Type, man muss ihn natürlich auch irgendwo, wenn man nicht die Arbeit haben will, es gibt auch andere Lösungen,
ich sage, okay, entweder rufst du mir an, schickst es per E-Mail, ich gehe einmal rein und sage bei den Ausstattungen, es gibt ein neues Ausstattungsmerkmal, dann gehe ich in Construction Kit, Form und Content Types, gehe in meine Eingabemaske, die wir ja erstellt haben, eben gerade im Grundkurs, suche hier meine Ausstattung, die sind hier unten, sage Feld bearbeiten und jetzt habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt ein neues Ausstattungstool, was weiß ich, was? Klima. So, jetzt drücke ich hier auf Save and Close, drücke hier Speichern und Schließen und wenn ich jetzt hier auf Inhalt, ich mache mal ein zweites Fenster auf, das ist ja, das muss ich ja nur hier hin und her springen, neue Tab öffnen und wenn ich jetzt hier auf Neu klicke, Wohnen kaufen, hat er automatisch jetzt hier Klima zur Auswahl. Und um eine Galerie zu machen, ja, jetzt haben wir so einen schmalen Bildschirm, haben wir hier einmal ein Intro-Bild. Das Intro-Bild, sage ich, in der Übersicht, kann der Kunde vordefinieren, welches Intro-Bild er nehmen soll, weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn die Intros dargestellt werden in der Blog-Ansicht, dass da normale Bilder reingeladen werden, die in der Details-Ansicht sind, weil die sonst zu groß geladen werden. Ja? Ja, ja, da komme ich gleich nochmal zu. Ich schneide das einmal ganz kurz an, weil... Ja, es geht. Zeig ich gleich. Ja, also wir haben jetzt hier die Möglichkeit, auch eine Bildergalerie zu pflegen. Ich gehe jetzt hier auf Durchsuchen. Was haben wir denn hier Schönes? Hier irgendwelche Joomla-Banner-Geschichten. So, hier. Und sag, das ist das Bild, jetzt brauche ich ein neues. Gehe hier auf das. Ja, also die Bilder... hat man ja vorhin gesehen, wir haben ja die Möglichkeit, verschiedene Bilder, Thumbnail 1, 2 und 3 größtens vorzudefinieren. Da habe ich auch mal ein Tool geschrieben, Seeblond hatte so einen kleinen Fehler, wenn die Bilder beschnitten werden, dass links und rechts schwarze Balken waren, bei dem Korb heißt das, dann soll er mal die Mitte rausnehmen, da habe ich mal einen Fix geschrieben. Und das andere lasse ich jetzt einfach mal raus. Ich drücke jetzt mal hier auf Speichern, da wird wahrscheinlich nichts passieren, weil ich irgendwelche Pflichtfelder nicht ausgefüllt habe. Doch, scheiße, habe ich nicht eingebaut. Alles klar. Ja? Mhm. 20 Bilder hochzuladen? Ja, also nicht einzeln über FieldX, sondern nee, das geht leider nicht, weil Seeblond über FieldX die IDs immer vergibt. Und das Schöne ist ja bei Seeblond, das ist ja alles über Plugins gesteuert. Wenn wir hier hier mal reingehen, dann haben wir hier unsere ganzen Feldtypen. 42, Passwort, Text. Wenn du jetzt sowas haben möchtest, ein Massenupload, dann könntest du dir ein eigenes Plugin schreiben dafür. Und dann würde bei Seeblond das Feld nachher über das Form- und Content-Type würde der zur Verfügung stehen. Darüber kann man jetzt Galerien machen. Ich kann natürlich jetzt noch hier in das Template und sowas reingehen, das geht dann aber zu weit, weil ich kann bei solchen Geschichten, wenn ich jetzt hier in mein, ist wahrscheinlich alles ein bisschen zu schnell, ich gehe jetzt hier wieder Form und Content Types, Wohnen kaufen. Man hat ja die Möglichkeit zu sagen, du nimmst jetzt für die Content-Ausgabe, für die Details-Ansicht, nimmst du nicht das Standard-Seeblond-Template. Damit ist viel möglich, sage ich mal. Aber wir haben den Nachteil, wenn ich da das Standard-Seeblond-Template nehme, dass da alle möglichen Div-Container rumkommen und ich habe die Möglichkeit, habe dann eben gesagt, okay, ich haue mir selber Templates rein, weil das mache ich tagtäglich und dann nehme ich Bootstrap und gebe mir die Ausgabe halt dementsprechend aus. Und so habe ich mir dann halt Kaufen Details angelegt. Ich kann das gerne mal zeigen, wie das aussieht. Wir haben hier allgemein einen CSS-Ordner, wo wir ein CSS-File, Formfelder, um das Markup anzupassen. Wenn die Felder gerendert werden in das Template, nimmt Seeblond standardmäßig sein eigener Renderer. Und wenn ich jetzt aber sage, ich brauche doch noch irgendwelche Klassen rum, ein Div-Container mit einer ID oder sowas, um das Feld extra anzusprechen für jQuery oder sowas, damit sich die Felder unterscheiden, hat man die Möglichkeit, ein Markup zu machen und sich das dann selber anzupassen. Das Wichtigste ist eigentlich die Index. PHP. Hier fange ich dann halt selber meine Container, das ist leider noch Bootstrap 2.3, Asche auf mein Haupt.
Ne? For each, da habe ich jetzt meine Bilder, die ich generiere in einem For each-File, um eine Galerie damit zu gestalten. Für die Galerie habe ich Pretty Photo genommen, weil ich nicht die standardmäßige Galerie von Seeblot haben wollte. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel mal auf Altbauwohnung hier gehe, habe ich hier standardmäßig jetzt so einen Slider eingebaut, wo ich hier raufklicken kann, wo die Bilder wechseln. Und wenn der Kunde sagt, ich interessiere mich, ist da Schimmel oder sowas in der Ecke, kann er hier nochmal raufklicken und würde dementsprechend das Bild nochmal ein bisschen größer sehen. Und was wir vorhin auch zum Beispiel gesehen haben bei den Image-Feld, haben wir die Möglichkeit ja auch zu sagen, mach mir da bitte mal ein JSON draus, dass ich Title und ein Alt angeben kann. Und so kann ich ganz schnell, ohne dass ich jetzt ein Group daraus baue, weil ich das Title und den Alt-Text brauche, bei so einem Image für eine Beschreibung sage ich, okay, bei der Galerie, ich gehe jetzt hier mal nochmal kurz rein, unter Fields, da habe ich ja hier Bild Field X und da ist es, worauf ich referenziere, daraus baue ich mir mein Field X-Feld, habe ich hier unten gesagt, okay, Advanced Mode, JSON und Title und Beschreibung. Und das kann ich mir dann nachher in mein Template nehmen und sage hier, das sieht man jetzt leider, also vielleicht sollte ich einfach das Fenster mal ein bisschen kleiner ziehen. Ist das langweilig? Na, habe ich eben halt die Möglichkeit, mir den Titel auszugeben lassen, ne? Und kann mir das daraus selber zusammenbauen. Man kann auch solche Geschichten machen wie, wenn das Feld nicht ausgefüllt ist, dann zeige es nicht an, Fläche in der Tabelle. Das, was wir hier sehen, das ist eine ganz normale Tabelle. Und damit ich jetzt nicht mehrere Eingabefelder habe, weil bei einer Gewerbeimmobilie muss was anderes eingepflegt werden als in einer Mietwohnung oder in einer standardmäßigen Wohnung, habe ich gesagt, okay, der Kunde weiß ja selber, ein Immobilienmakler weiß, worauf es ankommt, wenn er die Sachen einpflegt. Also habe ich gesagt, okay, du hast die Möglichkeit, über Beiträge, Wohnen, Kaufen, deine Sachen zu pflegen, aber du weißt, bei einer Gewerbeimmobilie musst du nicht unbedingt Betriebskosten oder bei einer Kaufwohnung musst du nicht die Verfügbarkeit oder sowas angeben. Und wenn das Feld leer ist, lässt es einfach aus der Tabelle raus. Und somit habe ich nur eine Eingabemaske für Gewerbeimmobilien, für Mietwohnungen, für Kaufwohnungen, für Privatpersonen. Und dementsprechend kann er das auswählen. Und in meinem Template sage ich, okay, wenn das Feld leer ist, gibst du es nicht aus. Solche Geschichten, ja? Kann ich das kategorieunabhängig auch auswählen? Kategorieunabhängig? Ach so. Ja, klar. Ich könnte zum Beispiel sagen, wir können das mal kurz machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier Wohnfläche brauche ich nicht, dann gehe ich hier in meinen Form and Content Type. Jetzt bin ich, glaube ich, gerade im falschen Fenster. Nee, doch nicht. Wo ist es da? Wenn ich jetzt hier reingehe in meinen Form and Content Type, da hast du die Möglichkeit, Abhängigkeiten mit jQuery zu machen. Und da unterstützt dich auch Seeblot. Wenn du jetzt, Gott, sieht das scheiße aus. Aber wir haben gesagt, Wohnfläche brauche ich nicht, wenn das Feld Kategorie Gewerbe ausgewählt ist. Ne? Dann hast du die Möglichkeit, über Conditional Statements zu sagen, ich brauche jetzt hier was Neues, Wohnfläche. Und dann sagst du, this field is hidden, wenn die Cut-ID, wo auch immer sie jetzt gerade ist, da. Ne? Und dann sagst du, und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, wenn das Feld Gewerbe oder Mieten oder sowas ist, Wohnmieten und nochmal und ist hier equal und da sagst du, okay, bei Wohn kaufen, war das jetzt, glaube ich, bist du hidden, sagst du Save and Close, drückst einmal auf Speichern und wenn der Kunde jetzt hier refresht und bei der Kategorie, ich hoffe, ich habe die hier irgendwo als Dropdown-Feld, wählt jetzt hier, ja, das muss ich ja auch, dass man das sieht. Ja, darauf geht. Wie bitte? Was hatte ich? Ach, oh. Ja, das kommt, wenn man mich hier... Also, wieder
Conditional Statements, Text Edit und ja. Oh. Ja. Möchtest du halten? Ja, das geht jetzt schon sehr weit, aber dadurch kann man wirklich zeigen, wie mächtig dieses Tool ist. Es kann natürlich auch sein, dass es nur im Frontend jetzt gerade funktioniert. Ich habe das ja gerade neu geladen. Habe ich hier irgendwie einen JavaScript-Fehler? Konsole. Naja, aber es typisches Beispiel. Ich habe das zum Beispiel gemacht hier. Service, Suchprofil. Man kann auch schöne Formulare mit Seeblatt bauen. Und wenn der Kunde jetzt sagt, ich möchte ein Finanzierungsberatungsgespräch haben und wählt jetzt hier Ja aus, dann werden da Felder eingeblendet. Oder wenn der Kunde hier irgendwas nicht ausgefüllt hat, dann sage ich, der Sendebutton wird zum Beispiel nicht eingeblendet. Oder mit dem Required-Feld, wenn das jetzt hier die Felder, dann kann ich sagen, okay, du bist jetzt ein Pflichtfeld oder so. Das Ganze funktioniert zum Beispiel, das wäre jetzt nicht mehr Wohnen kaufen, das Content-Feld, sondern das Feld Suchprofil. Also man kann sich das ganze Formular dann auch zuschicken lassen. Genau, das ist jetzt, wenn ich jetzt hier das Siteform nehme, ich komme gleich. Und jetzt habe ich hier mein Siteform zusammengebastelt, habe mir wieder selber ein Template geschrieben für Bootstrap, weil ich mit Bootstrap arbeite. Es geht auch mit dem Standard-Template, da kann man viele Sachen mitmachen. Habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, required, und jetzt ist nicht nur der Vorname, sondern auch der Nachname, dann sagst du hier bitte, geben Sie Ihren Nachnamen ein. Das würde auch funktionieren, wenn ich das standardmäßig da anschalte. Wir sind ja jetzt gerade in einen anderen Fenster reingesprungen, in eine andere Installation, und ich jetzt das Suchfeld hier neu aktualisiere und ich hier reingehe und rausgehe, dann würde dementsprechend, ja, und das Gleiche wäre zum Beispiel auch, wenn ich eine E-Mail-Überprüfung machen möchte, hat Seeblot die Möglichkeit zu sagen, wo ist es, suchen, E-Mail, da ist es. Required, ja. Und die Validation machst du bitte auf E-Mail. Da haben wir die Möglichkeit auch Letter, Numbers only, eine URL-Überprüfung, solche Geschichten zu machen. Und das Schöne ist jetzt, was leider ein bisschen... Wie bitte? Ja, das geht auch. Kannst du ein Plugin... jetzt haben wir die Möglichkeit, es gibt so ein magisches Feld, wo man, wenn man das erste Mal sieht, was mache ich damit überhaupt mit einem E-Mail-Feld, vom Typen E-Mail. Wenn ich darauf klicke, wir haben die verschiedenen Typen E-Mail, haben wir die Möglichkeit, hier ein Label, macht keinen Sinn, weil das E-Mail-Feld dient eigentlich nur dazu da, zu sagen, das Formularfeld, was du jetzt abschickst, wo soll das überhaupt hin? Da habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, du schickst das bitte an die und die E-Mail-Adresse, das Subject, oben was drin stehen soll, ist Suchprofil-Formular. Das, von wem das gekommen ist, kannst du auch sagen, du nimmst nicht einen Namen, sondern du nimmst ein Field und nimmst die Alias von dem Feld, das wäre zum Beispiel Name, den er ja eingibt, dann würde Seeblatt automatisch das Feld, von wem das gekommen ist, nehmen, was er eingegeben hat. Das macht zum Beispiel Sinn auch bei Formen, dass du dann sagst, nimm bitte das Feld. Können wir einmal ganz kurz gucken. Ich speichere das einmal ganz kurz ab. Das macht hier keinen Sinn. Das wird wahrscheinlich E-Mail oder sowas heißen. Dass er das von wem die E-Mail bekommen ist, weil du willst ja das Formular, jemand tritt mit dir in Kontakt, dann willst du vielleicht oben gleich auf Antworten klicken. Da macht es natürlich Sinn, die E-Mail zu nehmen, die der Kunde eingibt. Also such E-Mail, gucken wir mal kurz, wie die Alias ist. E-Mail SP. Und wenn ich jetzt hier oben reingehe und ich sage jetzt hier, nimmst du nicht irgendwie eine Standard-E-Mail, die ich genommen habe, sondern die in E-Mail SP eingegeben worden ist. Und dann hast du die Möglichkeit, über Message den Text, der da ausgegeben wird, selber anzupassen. Also ich habe hier eine Table und alles, was in diesen Rauten steht, sind die Feldnamen. Somit kannst du dir die Textausgabe, die du per E-Mail bekommst, kannst du hier selber
erstellen. Ja? Ja. Ja. Genau. Wenn du es installierst, sagst du Import. Ich würde erst raten, vorher ein Backup zu machen, weil das nicht immer so super funktioniert. Ja. Ja, da gucken wir dann mal in die Sterne. Das ist ja, also nehmen wir mal an, wir würden jetzt von 3 auf 3,5 oder 4. Würde ich vorher mal bei Seeblot gucken, was sie schreiben. Die sagen immer, bevor man updatet, wir hatten das mal, dass man erst, wenn die Joomla-Version 3.1.5 rauskommt, dass man erst die neue Joomla-Version installieren soll, die Seeblot-Version installieren soll. Das ist aber bei allen Komponenten. Es ist ja eine Komponente und keine Systemkomponente, die immer mit dem Release von Joomla mitgeliefert wird. Deswegen macht es Sinn, wenn so ein Update ist, zu gucken, ob es die Komponente auch schon fertig dafür gibt. Mit dem Import, das kommt natürlich darauf an, wie sich auch Joomla verändert, weil die Content-Tabelle, ich denke mal nicht, dass sie sich jetzt strukturmäßig viel verändern wird. Es kommen dann wie Texttabelle oder sowas hinzu. Dann hat man die Möglichkeit, ich denke nicht, dass Joomla oder der Seeblot seine Struktur für die Dateneingabe verändert. Deswegen wird es wahrscheinlich schon die Möglichkeit sein, dass du es importieren kannst. Ich könnte aber grundsätzlich auch nur rein nativen... Ja, das wollte ich jetzt gerade. Das ist nämlich gerade auch sehr interessant, ist die Geschichte, ist, wenn ich jetzt so ein Content-Formular, also ein Kontaktformular habe, also standardmäßig hier so eins, wo der Kunde wirklich nur seinen Vornamen, Nachnamen, hier, das ist das, was ich zum Beispiel vorhin auch gesagt habe mit Bootstrap. Wir haben, wenn wir jetzt, ich weiß, ich springe jetzt schon ein bisschen her, aber das ganze Thema, das finde ich so genial, dass mich das immer euphoriert. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, bei Siteform sogenannte Placeholder vorzudefinieren. Das heißt, wenn ich hier reingehe, haben wir hier unten unter dem Storage Type unten so einen kleinen Pfeil, was ich relativ blöd finde, weil der fällt eigentlich gar nicht auf. Aber man hat sehr viele Möglichkeiten hier. Kann man so einen Placeholder einbauen. Und automatisch wird es dann hier, wie man das aus Bootstrap, wenn ich hier was anfange einzutippen, wird er rausgenommen oder wieder eingesetzt. Darüber kann man sowas machen. Und das Schöne ist jetzt, wenn wir jetzt sagen, ich habe eine Newsletter-Komponente und ich möchte das automatisch, wenn jemand mit mir in Kontakt tritt, möchte ich, dass in dieser Newsletter-Komponente seine Daten gespeichert werden aus dem Kontaktformular. Wenn er eine Checkbox zum Beispiel, ich möchte den Newsletter abonnieren, dann hat man die Möglichkeit mit Seeblot ja auch zu sagen beim Storage, du nimmst jetzt bitte Standard und dann sucht man sich halt dementsprechend über Free die Tabelle von der Extension aus und pflegt dann halt dementsprechend seinen Namen und sowas ein. Und damit hast du auch die Möglichkeit, wenn du faul bist, eine Backend-Komponente zu entwickeln, nimmst eine Seeblot, legst deine Datenstruktur an, nimmst dein Framework für vorne, sagst aber, ich möchte über Inhalte, dass der Kunde das alles pflegt. Es sind immer Vor- und Nachteile bei Seeblot. Bei Seeblot ist es so, der muss immer die Inhalte über Inhalte pflegen, sondern und hat auch keine Anlaufstelle hier über Komponenten, dass hier ein neuer Reiter wäre. Das wäre mal vielleicht ganz schön, wenn Seeblot mal sowas macht, dass man sagt, okay, du musst jetzt nicht immer über Beiträge und dann über das Pop-up auswählen, wo und kaufen. Es gibt ja auch komplexe Seiten, wo mehrere Inhaltstypen verschieden gepflegt werden müssen. Da muss er immer über Beiträge und dann hat er auf einmal irgendwann hier zigtausend von irgendwelchen Reitern für die Pflege. Wo ich aber hinaus will, ist über dieses Storage-Standard und man kann das über Free-Tabellen irgendwo reinspeichern, hast du die Möglichkeit, über verschiedene Formularfelder auch andere Komponenten zu pflegen oder deine eigene Komponente zu machen und du sagst, ich habe jetzt keine Lust, mir mein Backend selber zu programmieren, ich brauche nur eine Ausgabe im Frontend, wo ich Datenbankinhalte rausziehe, dann legst du deine Datenbank an, sagst hier bei Seeblot, ich brauche jetzt einen Titel, ich brauche irgendwie Lat-Long-Werte, weil du eine Google Maps-Karte oder sowas, will aber nicht das Backend pflegen, dann legst du dir ein neues Formfeld an, meine Komponente und speicherst das standardmäßig ab und vorne, was du auf deinem Frontend machst, das ist ja egal, da kannst du deine eigene Komponente, Hauptsache du kriegst die Daten ran. Ja. Benutzer, also Userfelder, ja, du hast ja die Standardfelder, Seeblot haut sich ja komplett rein. Ne, du hast ja, wenn du jetzt hier auf Construction gehst, Fields, wir jetzt mal den Filter hier rausnehmen,
kannst du auch User-Daten abfragen. Es ist wirklich, also List und Search-Type, man kann auch über der URL Sachen rausfiltern, die als Filterparameter übernehmen. List and Search Type, ich bin leider schon ein bisschen rüber, wir haben jetzt eigentlich Pause, aber wenn jemand das noch interessiert, wie List and Search Types funktionieren, ist auch ein ganz interessantes Thema. Wenn wir hier auf die Wohnimmobilien gehen, muss ich die ja auch irgendwie rauskriegen. Ich habe ja hier die Möglichkeit, auch über bestimmte Parameter meine Parameter, also meine Objekte zu filtern. Und da haben Frank und ich ein ganz nettes Tool geschrieben, dass man, sobald man hier was zum Beispiel verändert, braucht man nicht mehr auf Suchen klicken, sondern dann wird der Request wird per Ajax an Seeblott geschickt und die Liste hier unten ändert sich in Echtzeit. Das kann man alles über Plugins machen, das ist wirklich genial. Und ja, bei den List und Search Types hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, mein Search Form, also das, wonach ich filtern kann, suche mir nach Objektart, Artikel, Kategorie und ich brauche so einen Search-Button, damit überhaupt das überhaupt abgeschickt wird, wenn man nicht das Plugin von uns installiert hat. Über Ordering kann ich sagen, wie soll die Ausgabe gefiltert werden. Da habe ich jetzt im Moment gar keins. Man kann sagen, okay, filter mir das Ganze bei Wohnen. Ich gehe jetzt hier mal auf den Ordner Mustermann und ich sage, filter mir das Ganze mal nach den Preisen. Wo ist denn hier der Preis? Welche Nebenkosten, Verfügbarkeit, Mehrwertsteuer, Galeriebild, keine Ahnung. Nehmen wir mal hier die Kaution. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, wie man das kennt, hier eben abwärts, aufwärts. Liste, in den Search Types ist es so, Seeblott hat die Möglichkeit, Listen, also Tabellen, ne, wo man einzelne Spalten hat, das wäre die Liste-Ansicht. Und Item ist wie bei Block. Da habe ich die Möglichkeit über Modulposition, ich glaube, ich habe jetzt hier keine, sondern ich nehme ja ein anderes Template, aber wenn ich jetzt hier mein Standard ZEB1 nehme, habe ich hier wieder meine ganzen 42 Positionen und kann dann mir die Ausgabe hinschieben, wie ich das haben möchte. Ich möchte oben rechts das Bild haben und so weiter und so fort. Und dementsprechend kann ich dann, wenn ich dieses List and Search Type angegeben habe, über Menüs mir einen neuen Menüpunkt anlegen für zeig mir mal alle Gewerbeimmobilien an, wie wir das oben gemacht haben. Wenn ich hier auf Hauptmenü gehe und mir hier Gewerbe anzeigen lasse, habe ich die Möglichkeit eben über erweiterte Optionen auch vorzuwählen, was weiß ich, du holst mir jetzt alle Einträge aus der Kategorie 12 und 13 für die Gewerbe und der Kunde hat dabei eben halt die Möglichkeit, auch die Objektart noch zu filtern. Und so braucht man eine List, also so eine Ausgabe, einmal nur anlegen und kann über Kategorien zum Beispiel auch dann das differenzieren, was dir überhaupt angezeigt werden soll. Das ist jetzt wahrscheinlich für die meisten ein bisschen viel gewesen, aber um einmal kurz anzuschneiden, was damit alles möglich ist, ist das schon, also Seeblott ist schon genial. Wie könnte man das denn jetzt besser lernen? Weil ich habe mich da schon sehr dran versucht und ich weiß auch, was es eigentlich ja kann, aber ich finde es unheimlich schwer. Ich habe sogar mal einen Kontakt vom Land. Und ganz einfach so bin ich schon hingekommen. Also so weit sind wir noch. Gibt es denn irgendwo mal so Applikationen, wo man sich runterladen kann? Nee, leider. Leider nicht. Ich kenne auch keine Seite, wo es eher nur Demo-Inhalt wäre. Wenn man eine tolle Geschäftsidee, kann ich vielleicht mal aufgreifen. Es gibt YouTube-Channels, wo Grundlagen gezeigt werden. Ich werde, wenn ich jetzt mal demnächst mal ein bisschen mehr Zeit habe, wahrscheinlich auch ein paar aufnehmen und das zur Verfügung stellen. Und dann könnte man auch darüber überlegen, mal so eine App-Folder anzulegen oder auch als Download, weil dann kann der Kunde sich Seeblott aufsetzen, die einfügen. Weil einmal so eine Gewerbeimmobilienkomponente fertiggeschrieben, kann man das auf alle Projekte einspielen, ja? Cachen? Nee, also der cache das ganz normal wie die anderen auch, aber Cachen ist immer so eine Sache. Genau. Du musst immer wieder mal irgendwas eintragen, was nicht dokumentiert ist.
Ja, genau. Also das meiste, wenn man das lernen möchte, nimmt man seeblot.com, glaube ich. Und hat hier, ich komme gleich, eine Community, kann man sich anmelden und kann man hier im Forum, es gibt noch ein altes Forum, da habe ich mir sehr viele Informationen rausgeholt. Aber für jemanden, ich sage mal, seeblot ist wirklich mächtig und für jemanden, der jetzt nicht gerade so affin damit ist, ist es schon sehr schwer, damit klarzukommen. Ja, aber man kann, ich habe mir das beigebracht auf Vimeo von dem Dan Y Solution oder sowas heißt, der macht englische Vorträge, damit habe ich mir das damals beigebracht. Von Vimeo. YouTube hat aber auch jetzt einen, der ganz viele Grundlagenkurse macht. Da mal reinschauen, das ist ganz gut. Es kommt immer darauf an, wie viele Einträge. Also ich würde jetzt nicht irgendwie eine Riesenkomponente mit seeblot irgendwie machen, wo du 50.000 Einträge oder das geht auch. Also wenn du jetzt, du kannst ja auch cachen dementsprechend. Ne? Aber von der Performance habe ich jetzt nicht so die Erfahrung und würde da auch meine Aussage ein bisschen zurückhalten. Sonst mal den Sebastian oder sowas fragen von seeblot, der kann da eine detaillierte Antwort geben. Recaptured? Ja. Capture. Ja. Das hat seeblot, ja, das andere ist ja so ein Formfeld, wo du sagst, du gibst jetzt irgendeinen Code ein oder sowas, ne? Aber das hat seeblot ja gar nicht an Bord. Das, was du ja gesehen hast, ist ja nur, ist das Feld required? Und ist das, was da eingegeben wird, entweder eine E-Mail-Adresse oder eine URL. Aber du kannst ein Plugin installieren, wo du dann sagst, oder du kannst auch was anderes machen. Du kannst auch eine eigene Funktion schreiben, geben sie die und die Zahl ein. Aber also ich würde das immer über System-Plugins lösen, die man von Drittanbietern, um auch eben halt User-Registrierung und so weiter. Das kann sein. Das gibt es wahrscheinlich auch. Ich habe das. Ich muss sagen, ich kenne jetzt auch nicht alles. Das ist so eine eierlegende Wollmilchsau. Wenn du das gesehen hast, müsste man jetzt testen. Kannst du mich jetzt nicht drauf festbinden, ob das jetzt, was da jetzt. Aber du kannst auch einen Plugin nehmen. Das ist egal. Da war noch irgendwo eine Frage, ne? Die Kategorieauswahl? Du meinst jetzt eben gerade bei, wo ich die, ich weiß schon, was du meinst, wo eben halt nur Gewerbe und so alles drin steht, ne? Das habe ich gemacht und zwar, du meinst das hier und dann. Das wahrscheinlich, ne? Ja, da habe ich ein Simple Select Feld vergewaltigt und habe hier meine Standardwerte, die ID, genommen. Und habe das, klar gibt es auch andere Lösungen, aber ich würde sagen, das ist einer der schnellsten. Und hier ist es natürlich kein Multilanguage, hier könnte man natürlich dann anfangen, mit CCK zu arbeiten. Und achso, du hast dann Select Dynamic und dann dementsprechend hier aus COM. Ja, nee, aber das ist eigentlich die schnellste und eleganteste Lösung alle, ja. Ja, genau, den meine ich.